Nehme die Hähne im Bad vor. Er nimmt sich die Schöne im Bad vor? Erstmal die Hähne. Du kannst doch so nicht runtergehen. Wieso nicht? Mrs. Crackett. Mrs. Crackett? Sardinen hin, Sardinen her. Waren Sie gerade in der Wäschekammer? Nein, nein. Ich habe Architektur studiert, habe auch als Architekt gearbeitet und bin jetzt seit 7 Jahren mit der Caroline im Bunde als Bühnen- und Kostümbildner. Und unser nächstes gemeinsames Stück findet in Wiesbaden statt, an der Wartburg. Ich bin die Caroline Stolz, bin Hausregisseurin am Staatstheater Wiesbaden und leite dort die Spielstätte Wartburg. Und arbeite seit 7 Jahren mit Jan Hendrik fest zusammen. Und wir machen dort als nächstes von Alan Ayckbourn Die bessere Hälfte. Und dann werden wir noch im kleinen Haus am Staatstheater Amphitryon machen, in einer Fassung von Peter Hax. Der nackte Wahnsinn ist nicht nur Titel des Stückes, sondern auch das Konzept. Inhaltlich ist es aber so, wir sehen, dass eine Theatertruppe einen Akt eines Stückes im Stück probt und sehen 2 weitere Varianten des gleichen Aktes noch einmal, in dem eine Menge passiert und Wahnsinniges passiert. Und daher ist der Titel ganz passend. Wie kann man den nackten Wahnsinn, die 3 Akte umsetzen, zumal der 2. Akt sozusagen in Form einer, ich nenne es immer Pantomime, geschrieben ist. Im 2. Akt sehen wir diesen Akt von hinten, also sozusagen Backstage, sehen da die Schauspieler agieren in Form einer Pantomime. Dort werden dann Streitigkeiten erzählt, Eifersüchteleien, Liebesgeschichten, während wiederum der Akt auf der für die Zuschauer Hinterbühne parallel gespielt wird. Und das ist ein bisschen Mathematik und Logistik, weil das minutiös getimt werden muss, beziehungsweise auf die Sekunde. Jedes Stichwort ist wichtig, weil zu jedem Stichwort Schauspieler agieren müssen, Äxte reichen, Sardinenteller reichen, sich die Köpfe einschlagen, Whiskyflaschen rumreichen, Liebesgeschichten erzählen und dann aber auch ganz schnell wieder auftreten müssen, weil sie ja die Szene auf der Hinterbühne spielen. Das lässt nicht so viel Freiheit wie andere Stücke, weil wirklich recht viel vorgegeben ist, gerade im 2. Akt. Im 1. und 3. Akt gibt es mehr Freiheiten, aber auch da ist es so, dass der Rahmen vorgegeben ist. Es muss, Türen müssen aufgehen, Türen müssen zugehen und da passiert allerhand Slapstick. Und das sind die Fäden, der Rahmen, wo man sich dran halten muss. Und in dem Rahmen, dieses Becken sozusagen, kann man dann aber individuell füllen. Und da haben wir hier ja 9 wunderbare Kollegen, die das ganz großartig machen. Kommst du jetzt ins Bett oder nicht? Ich? Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Komisch! Erst die Tierfinke, dann der erste Wärmekasten. Ich habe schon überall so ein kribbeliges Gefühl. Ja, schnell, zieh dir was über. Ziehen wir uns die Decke über den Kopf. Moment! Wo habe ich die Sardinen hingetan? Du wartest hier. Was ist? Die Sardinen, sie sind weg! Nein! Sind sie nicht? Du stellst einen Teller Sardinen für 2 Minuten ab. Und das Letzte, was du vorzufinden erwartest, wenn du zurückkommst. Ich meine, heutzutage ist ein Teller! Ich meine, das ist wirklich unheimlich. Ich gehe lieber ins Bett und stecke den Kopf unter die Hände. Weil da sind sie. Genau da, wo ich. Beutel! Nein, sind sie nicht. Ich meine, was ist hier eigentlich los? Beutel! Beutel? Beutel! Beutel! Was meinst du mit Beutel, Beutel? Sardinen! Beutel! 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 Sardinen, Sardinen! Beutel! 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 Beutel? Welcher Beutel? Kein Beutel! Kein Beutel? Dein Beutel! Eben noch hier, jetzt, weg! Ich habe ihn ins Schlafzimmer gestellt! Er war im Schlafzimmer. Ich stelle ihn zurück ins Schlafzimmer! Nein, geh da nicht rein! Das Stück hat eine feste Struktur, die ist sinnvoll und daran was zu ändern, würde gleich bedeuten, dass man ein Rad im Getriebe verändert, das zu großen Problemen führt. Und deswegen ist eigentlich dieses Bühnenbild ein ganz typisches, der nackte Wahnsinn-Bühnenbild.
Die gesamte Ästhetik kann man frei entscheiden. Aber das Tanzen und der grundsätzliche Aufbau dieses Bühnenbildes ist keine Neuerfindung, sondern entspricht der Struktur des nackten Wahnsinns. Also wir hatten wirklich eine sehr schöne und harmonische Probenzeit, was nicht selbstverständlich ist, gerade bei einer Komödie und bei einer Komödie, wo man oft wiederholen muss, immer wieder die gleichen Vorgänge machen muss, die auch dann erstmal technisch sind, bevor sie inhaltlich gefüllt werden können. Und ich war selbst erstaunt, dass es keine Ausbrüche gab, sondern immer mit Geduld und Herzen alle dabei waren und das war toll. Normalerweise würde ich denken, wenn man ein Stück nochmal herangeht, hat man die Chance, die Dinge nochmal anders aufzugreifen, ein ganz anderes Konzept zu machen. Das haben wir nicht getan, weil das Stück das quasi gar nicht erst zulässt. Und ja, ich glaube, es ist schon ein Vorteil, diese Vorgänge, die dort passieren, sehr gut zu kennen und sich dann auch und besonders gut auf die eingehen zu können. Und sich auch unter Umständen durch diese Kenntnis ein paar Freiräume mehr nehmen zu können. Ja, für mich war das auch ein Vorteil, dass ich das Stück schon mal gemacht habe, weil ich mir beim ersten Mal lange den Kopf zerbrochen habe, wie man diesen zweiten Akt, wie man den angeht, wie man den anpackt. Und das habe ich am Staatstheater Wiesbaden dann ausprobiert. Das hat funktioniert und dann konnte ich halt mit dieser Erfahrung hier hinkommen. Und das ist schon mal gut, weil das zeitsparend ist. Aber ich möchte da noch einen Vorschlag machen. Wäre es nicht besser, wenn ich etwas früher kommen würde? Ich habe immer so das Gefühl, dass zwischen Freddys Abgang und meinem Auftritt irgendwie ein Loch ist. Hör zu! Ich glaube, ich hab's! Ja? Du kommst einfach etwas früher! Leute, wir haben offensichtlich dieselbe Wellenlänge. Das ist ein sehr anstrengendes Stück für Schauspieler, würde ich mal schätzen, weil es halt auch sehr, sehr sportiv ist. Je öfter man das Stück spielt, desto sicherer wird man, desto mehr kommt man ins Spielen und dann wird es großartig. Letzter Satz! Ich? Und wenn ringsumher die Welt in Stücke bricht, es geht nichts über einen schönen großen Teller mit... Was? Sardinen! Und weg! Entschuldigung.